Herzlich willkommen zur 12. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir werden uns heute mit den Kontrollstrukturen, dem Kapitel 4, beschäftigen. Allerdings werden wir nicht auf die kompletten Kontrollstrukturen eingehen. Tatsächlich haben Sie Sequenzen, Schleifen und Alternativanweisungen ja bereits in der Grundlagenprogrammierung Vorlesung kennengelernt und diese unterscheiden sich nicht merklich von Java. Ich habe Ihnen deswegen ein paar Zusatzfolien zusammengestellt. Falls Sie mit den Kontrollstrukturen von Java noch nicht so vertraut sind, dann bieten die nachfolgenden Folien eine gute Übersicht über die Kontrollstrukturen in C. Signale und Threads werden wir nicht behandeln. Ich behandle sie im Rahmen meiner Wahlvorlesung MOB 2. Auch die Fehlerbehandlung werden wir auslassen. Die Fehlerbehandlung in C ist leider nicht standardisiert. Es gibt nicht so etwas wie Ausnahmen in Java. Das heißt, man findet in C verschiedene Varianten der Fehlerbehandlung und wir sprechen immer wieder einzelne an, wie zum Beispiel die Rückgabe eines Null-Pointers. Wir schauen uns jetzt die Funktionen an. Ich überspringe, wie gesagt, die Zusatzfolien zu den Kontrollstrukturen. Was ist die Motivation für den Einsatz von Funktionen? Theoretisch könnten wir alles in unser Hauptprogramm, also in die eine Main-Funktion, schreiben. Nun, mit Funktionen lassen sich häufig genutzte Programmteile zusammenfassen. Funktionen, die sehr allgemein formuliert sind, die können wir in anderen Projekten natürlich auch einfach wiederverwenden. Aber nicht nur die Wiederverwendbarkeit von Funktionen spielt eine große Rolle. Die Funktionen stellen eine Abstraktionsmöglichkeit in C dar und steigern damit die Übersichtlichkeit des Programmtextes. Ich kann also größere und komplexere Probleme in viele kleine, einfachere Probleme unterteilen. Aus meiner Ausbildung und meiner Berufszeit kenne ich noch die typische Forderung, eine Funktion sollte nicht länger als 25 Zeilen bzw. 50 Zeilen lang sein. Das kommt noch aus der Zeit, wo man auf dem Bildschirm nur 25 Zeilen zur Verfügung hatte, ist allerdings trotzdem nach wie vor ein guter Anhaltspunkt. Funktionen, die länger als eine Bildschirmseite lang sind, sind natürlich nicht so einfach zu überblicken. Das heißt, im Sinne einer zielführenden Abstraktion sollten wir Funktionen immer möglichst klein und möglichst allgemein formulieren. Aber natürlich hat die Regel auch Ausnahmen. Wenn Sie an einen größeren Switch Case denken, dann würden wir ja hier mit der Forderung maximal 25 Zeilen vielleicht nur noch 12 unterschiedliche Cases zulassen und müssten selbst dann das meiste in eine Zeile schreiben. Wir finden daher natürlich häufig das Hauptprogramm oder auch Funktionen, die Benutzereingaben verarbeiten, deutlich umfangreicher als Funktionen, die einfache Algorithmen implementieren. Ja, wie sehen Funktionen aus? Es geht los bei der Parametrisierung der Funktion. Eine Funktion kann entweder parameterlos sein, dann benötigen wir das Schlüsselwort void als Platzhalter anstelle der Parameter. Eine Funktion kann Wertparameter und oder Zeigerparameter verwenden. Bei den Zeigerparameter unterscheiden wir, das haben wir in der letzten Vorlesung kennengelernt, die sogenannten Eingabeparameter. Zeiger, die als Eingabe dienen, die müssen mit const deklariert werden. Damit verhindern wir eine Modifikation des Inhalts des Zeigers durch diese Funktion. Und Ausgabeparameter, so wie die scanf-Funktion Werte in die Argumente schreibt, das sind sogenannte Ausgabeparameter, so können Funktionen natürlich über Zeiger Werte nach außen geben. Diese Zeiger dürfen natürlich nicht als const deklariert sein. Wenn wir also die Signatur einer Funktion anschauen und erkennen, ein Zeiger ist als const deklariert, dann wissen wir sofort, es handelt sich dabei um einen Eingabeparameter. Wenn eine Funktion als Parameter einen Zeiger aufweist, der nicht als const deklariert ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Funktion den Zeigerwert manipuliert. Und was wir bereits bei der Swap-Funktion gesehen haben, ein Ausgabeparameter können auch kombiniert sein. Es kann also ein Parameter sowohl eine Eingabe als auch eine Ausgabe darstellen. Eine Funktion kann keinen Rückgabewert aufweisen. Wir verwenden dann wieder das Schlüsselwort void
und bezeichnen eine solche Funktion dann in der Regel als Prozedur. Eine Funktion kann einen Rückgabewert aufweisen, das können die primitiven Datentypen sein, es kann aber auch eine zusammengesetzte Datenstruktur sein und wir können natürlich über Zeiger auch mehr als ein Datum ganze Felder letztendlich zurückgeben. Bei der Rückgabe von Strukturen müssen wir darauf achten, dass das unter Umständen zu Effizienzproblemen führen kann, denn die Rückgabe einer Struktur bedeutet das Kopieren der Struktur. Und das bedeutet natürlich, dass ich innerhalb der Funktion eine Struktur anlegen muss, die ich dann für die Rückgabe kopiere und wahrscheinlich dann nach der Rückgabe weiterverarbeite, also ein zweites Mal kopiere. Moderne Compiler können zwar solche mehrfachen Kopiervorgänge erkennen und wegoptimieren, da wir aber nicht immer in der Lage sind, einen optimierenden Compiler verwenden zu dürfen, ist es in jedem Fall effizienter, Strukturen als Zeiger zurückzugeben. Ja, ich habe ein paar Beispiele für die Deklaration von Funktionen. Wir sehen hier nochmal den sogenannten Function Header, den Funktionskopf, über den Rückgabetyp oder Void, den Funktionsnamen und in Klammern die Parameterliste definieren wir die Signatur einer Funktion, also wie ist eine Funktion parametrisiert. Bei der Deklaration endet der Funktionskopf mit einem Strichpunkt, das heißt, ich gebe nur die Signatur an und nicht die Implementierung. Ich habe hier eben das Beispiel mal mit Void. Wenn eine Funktion parameterlos ist, dann müssen wir ab C99 das mit Void markieren. Davor war es üblich, einfach nur Klammer auf Klammer zu schreiben. Das bedeutet aber in ANSI C oder C90, dass eigentlich ein Integer-Typ standardmäßig angenommen wird. Um also zu unterscheiden zwischen einer parameterlosen Funktion und einer Funktion mit einem Int-Parameter, müssen wir ab C99 das Schlüsselwort Void verwenden. Dann das zweite Beispiel, eine Prozedur, noch eine Prozedur DrawRectangle mit mehreren Parametern. Der Unterschied bei den Parametern zu den Variablen-Definitionen ist, dass ich mit Komma die Parameter trenne, aber bei jedem Parameter den Typ separat angeben muss. Ich kann also hier nicht int x1, y1, x2, y2 schreiben, wie wir das aus der Variablen-Deklaration kennen. Ich muss hier wirklich jeden Parameter mit eigenem Typ versehen. Und häufig finden wir bei der Funktionsdeklaration noch das Schlüsselwort extern. Es ist eigentlich nicht erforderlich, denn automatisch wird ein Funktionskopf mit einem Strichpunkt zu einer Funktionsdeklaration. Das Schlüsselwort extern ist informativ und sollte dann verwendet werden, wenn die Funktion außerhalb des Moduls definiert ist. Die Funktionsdefinition, den Begriff haben wir ja auch schon ganz am Anfang kennengelernt. Das heißt, auf den Funktionskopf folgt ein Anweisungsblock. Jetzt mal hier das Beispiel DrawRectangle, zeichnet auch eine Linie. Und aus dem Funktionskopf wird mit dem Block eben eine komplette Funktionsdefinition. Man spricht auch von einer Funktionsimplementierung. Das heißt, hier wird die eigentliche Funktionalität realisiert. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer die Parameter einer Funktion an und nochmal diesen Unterschied zwischen Ein- und Ausgabeparameter und zwischen Wert- und Zeigerparameter. Ich habe hier mal eine Tabelle aufgestellt, eine Funktion, wie sie deklariert wird und die Funktion, wie sie dann aufgerufen wird. Das erste ist einfach parameterlos, das heißt, hier habe ich jeweils Prozeduren verwendet. Die Prozedur f ist in dem Beispiel parameterlos, das heißt der Aufruf der Funktion verwendet den Namen der Funktion und Klammer auf, Klammer zu, also der Funktionsaufruf erfordert immer die Anwendung der Klammer, selbst wenn die Funktion parameterlos ist. F-Strichpunkt wäre in C ein gültiger Ausdruck. F-Strichpunkt würde die Adresse der Funktion f berechnen, das würde aber nicht zum Ausführen der Funktion führen. Wenn wir einen Wertparameter verwenden, dann ist das ein Parameter mit einem Standard- oder zusammengesetzten Typ in C. Wir haben gelernt, Wertparameter werden kopiert. Das heißt, ich übergebe
einfach einen Wert, jetzt hier das Beispiel int i als Funktionsparameter, und ich kann eine Variable vom Typ int übergeben oder ich kann natürlich auch ein Integer literal übergeben. Bei den Zeigern hier als Ausgabeparameter dargestellt, weil ich kein const verwende. Zeiger werden natürlich auch kopiert, allerdings wird die Adresse kopiert. Das heißt in dem Beispiel, ich habe jetzt mal die Variable x und einen Zeiger xp, der auf die Variable x zeigt, dann kann ich entweder die Funktion direkt mit dem Adressoperator aufrufen, also f und x. Ich übergebe die Adresse, den Zeiger auf x, oder ich kann natürlich indirekt über den Zeiger xp die Funktion aufrufen. Wichtig ist, dass beim Aufruf einer Funktion mit Zeigerparameter der Zeiger vom korrekten Typ übergeben wird. Also in unserem Fall ein int-Zeiger, und sowohl Kaufmanns und x als auch xp sind beides int-Zeiger. Wir schauen ein einfaches Beispiel an. Das ist die Funktion StepCounter, die Funktionsdefinition mit einem Eingabeparameter. Das ist unser Step, das ist ein Wertparameter, also ganz einfach ein Int-Wert. Und wir haben als zweites den Ausgabeparameter, weil es natürlich hier ein Zeigerparameter ist, der eben nicht als Const deklariert ist. Was macht die Funktion StepCounter? Sie addiert auf den Inhalt von C den Schritt auf, also sie zählt in Schritten den Zeiger, der übergeben wird, im Inhalt hoch. Und der Aufruf von Main erfolgt eben jetzt hier wieder mit dem Kaufmanns, und ich übergebe also die Adresse der Variable Count an die Funktion. Zeigerparameter haben eine Besonderheit in C. Wir haben das bei den Zeigern kennengelernt. Zeiger haben entweder eine gültige Adresse oder sie können Null aufweisen. Das heißt, ich kann einen Zeigerparameter mit Null belegen und der Funktion damit signalisieren, dass dieser Parameter nicht belegt ist. Das ermöglicht in C, optionale Parameter einzuführen. Ich habe ein Beispiel für eine Funktion aus der Standardbibliothek, wo optionale Parameter verwendet werden. Ein Beispiel hatte ich schon genannt, das ist die snprintf-Funktion, wo ich den Ausgabestring null setzen kann, um die Länge zu berechnen. Hier ein Beispiel für die Konvertierung von Zahlen aus einer Zeichenkette in das Integer-Format. Wie ich damals angesprochen habe, gibt A2L keine Fehlermeldung, sondern einfach die Zahl 0 zurück. Hier die Funktion stringToLong, die optional auch einen Fehlerhinweis gibt. Die Signatur schaut wie folgt aus. Wir haben einen Eingabeparameter, das ist unser n-Pointer. Das ist ein Constant-Pointer auf die Zeichenkette. Wir bekommen den konvertierten Wert zurück. Das ist quasi der Rückgabewert long. Wir haben noch als Eingabeparameter die Basis. Wir können mit stringToLong von einer Basis 2 bis zur Basis 36 in C alle möglichen Zahlenformate konvertieren. Standard ist natürlich typisch Basis 2, binär, Basis 10 dezimal oder 16 hexadezimal. Und wir bekommen hier einen optionalen Ausgabeparameter. Dieser Endpointer zeigt bei Erfolg auf das erste Zeichen hinter der Konvertierung. Das heißt, wenn ich eine Zahl in einer Zeichenkette habe und diese Zahl konvertiere, dann zeigt Endpointer bei erfolgter Konvertierung auf die Nullterminierung, also das Zeichen nach der Zahl. Ist es keine Zahl, zum Beispiel ein Buchstabe, dann zeigt Endpointer auf das erste Zeichen, was nicht konvertiert werden konnte. Damit ist bei einer fehlerhaften Konvertierung der Endpointer gleich mit dem Eingabeparameter. Ich habe hier unten noch ein Beispiel für die Anwendung. Es wird ein Zeiger angelegt, der ist jetzt hier nicht initialisiert. Der Zeiger sp wird mit Kaufmanns und sp an die Funktion stringToLong übergeben. Und sp muss bei Erfolg auf die Nullterminierung das Ende von Buffer zeigen. Oder bei Misserfolg zeigt eben sp auf Buffer oder auf das erste Zeichen
in Buffer, was nicht konvertiert werden konnte. Wir sehen die Optionalität. Wir können diesen Endpointer entweder mit Null nicht belegen oder ihn mit einer Adresse belegen. Das heißt, die Funktion StringToLong prüft, ob der übergebene Zeiger Null ist. Dann wird sie diesen Zeiger ignorieren. Wenn der Zeiger nicht Null ist, dann gibt sie über den Zeiger Informationen an den Aufrufer zurück. So, das ist jetzt das erste Beispiel, wo wir Zeiger auf Zeiger sehen, also nicht einen Stern, sondern zwei Sterne. Darauf möchte ich hier im Rahmen dieser Folie nochmal kurz eingehen. Wenn ein Ausgabeparameter ein Zeiger ist, dann kann ich über den Zeiger den dahinterliegenden Typ modifizieren. Zum Beispiel ein Zeiger auf ein Int, damit kann ich eine Integer-Variable modifizieren. Denken Sie an Scanf beispielsweise. Was passiert nun, wenn eine Funktion einen Zeiger modifizieren möchte? Das heißt, wenn die Funktion einen Int-Zeiger verändern will, muss der Ausgabeparameter vom Typ Zeiger auf einen Int-Zeiger sein. Also wir bekommen Int, Stern, Stern als Typ. Und das ist das Beispiel, was wir hier sehen. Der Eingabeparameter ist eine Zeichenkette, ist ein Zeiger auf Charakter. Der Ausgabeparameter soll einen Zeiger auf Charakter modifizieren, weil letztendlich möchte ich vergleichen, ob der Ausgabeparameter die Ausgabe gleich der Eingabe entspricht oder ob die Ausgabe auf die Nullterminierung zeigt. Wenn die Variable, die ich verändere, bereits ein Zeiger ist, dann brauche ich als Ausgabeparameter für die Deklaration einen Zeiger auf diesen Zeiger und damit zwei Sterne. Wir sehen das hier unten. Unser Buffer ist ein Character Pointer und unser SP. Und unser SP ist auch ein Character Pointer. Deswegen brauche ich in der Funktionsdeklaration als Ausgabezeiger für Endpointer einen Zeiger auf einen Zeiger. Da kommen wir zum Abschluss zur parametrisierten Main-Funktion. Wir haben bisher immer die Main-Funktion einfach als Int Main Void parameterlos angesehen. Ein C-Programm kann in der Konsole ausgeführt werden und kann in der Konsole Parameter übergeben bekommen. Sie kennen das alle, wenn Sie einen Editor öffnen, dann möchten Sie den Editor mit einer bestimmten Datei öffnen. Dann passiert, auch wenn Sie unter Windows einfach auf eine Textdatei klicken, im Hintergrund ein Aufruf des Editorprogramms mit dem Argument, dem Parameter, dem File, Namen und Pfad der Datei, die Sie bearbeiten möchten. Das ist eine Grundfunktion in C, dass ein C-Programm auch die Parameter bearbeiten kann, die vom Betriebssystem an das Programm übergeben werden. Nun, wir bekommen eine Liste von Parametern. Ich habe hier das Beispiel für den LCC-Compiler. Man ruft ihn beispielsweise auf mit LC, hello.c und als Option minus be all, also ich will alle Warnungen einschalten. Was passiert jetzt, wenn ich in der Kommandozeile diesen Aufruf tätige? Dann bekommt mein Hauptprogramm, meine Main-Funktion, einmal die Information, wie viele Argumente wurden übergeben. Das ist der Parameter argc. Als zweiten Parameter bekomme ich ein Feld, was die Zeichenketten lc, hello.c, minus be all enthält. Und wir sehen auch hier wieder zwei Sterne. Eine Zeichenkette in C ist ja ein Character Pointer. Wenn ich jetzt ein Feld von Zeichenketten anlege, dann kann ich entweder Character Stern, argv, in eckigen Klammern schreiben. Alternativ kann ich natürlich statt der eckigen Klammern, das haben wir auch in der letzten Vorlesung gesehen, einen Pointer verwenden. Das heißt, mein char Stern, Stern, argv bedeutet, es ist ein Zeiger auf einen Zeiger, der ein Charakterfeld adressiert. Und damit kann ich mit dem ersten Zeiger ein Feld adressieren, das aus Charakterpointern besteht und damit die Parameter aufnimmt. Zu beachten ist, dass die Anzahl der Argumente in C immer mit plus 1 übergeben wird. Wenn ich also das Programm LC aufrufe, dann bekommt das Programm die Information, hier bei dem Beispiel,
Es wurden drei Argumente übergeben. Das liegt daran, dass das C-Programm auch immer noch die Information bekommt, wie es eigentlich selber heißt. Das heißt, der Aufruf aus der Kommandozeile wird an das Programm übergeben. Das erste Argument wäre also LC, dann käme unser Hello.c und zuletzt das Minus WAll. Ich kann also über die Anzahl, über das argc, bestimmen, wie viele Parameter übergeben wurden. Sie sehen hier auf der Auflistung oder bei der Visualisierung des Feldes von argv, dass tatsächlich ein zusätzlicher vierter Parameter übergeben wird. Das Feld mit den Zeichenketten wird nämlich zusätzlich mit Null terminiert. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten, wie ich die Parameter eines Programms auslese. Also ich starte bei 0 und kann entweder, solange das argc nicht null ist, darüber iterieren. Und als Alternative kann ich in der Vorschleife natürlich über die Argumente iterieren, also eine Hilfsvariable i nehmen, über argc laufen und über argv die Argumente adressieren. Wir schauen uns das noch ganz kurz in der Virtual-C IDE an. So, standardmäßig startet die Virtual-C IDE mit einer parameterlosen Main-Funktion. Wir können das mal kurz abändern. Der erste Parameter ist die Anzahl, argc. Und der zweite Parameter repräsentiert die Argumente. Ich schreibe das ganz gerne auch so. Dann sieht man ganz schön, argv ist ein Array mit Zeigern auf Charakter. Ich gebe mal kurz das argc aus, also Parameter. Und wenn wir das Programm starten, dann sehen wir, die Anzahl der Parameter ist 1. Wo kommen jetzt die Parameter her? Ganz einfach. Normalerweise gibt man das in der Kommandozeile ein. Wir können das hier beim Debuggen mit z-Command-Line eingeben. Ich mache hier mal einfach 1, 2, 3. 4, gebe also 4 Argumente an, und wenn wir das Programm starten, dann sehen wir jetzt, dass wir 5 Parameter bekommen. Wir bekommen den Namen des Programms und natürlich die 4 weiteren Parameter hier. Wir lassen uns die Parameter mal ausgeben. Also ich lege mir eine Indexvariable an und wir machen das so lange unser argv beim Index i gegeben ist, dann geben wir aus erst den Index und die Zeichenkette. Machen wir vielleicht noch einen Zeilenumbruch dahinter. Müssen wir das i noch hochzählen. Und jetzt bekommen wir alle Argumente ausgegeben. Also in der Virtual-C IDE heißt der Prozess immer so wie das C-Programm, was ausgeführt wird. Das ist unser Main.c, unser nulltes Argument. Und dann kommen die Argumente 1, 2, 3, 4. Also beliebig, wie sie in der Kommandozeile stehen. Sie werden durch Leerzeichen getrennt und das Leerzeichen teilt sie in diese unterschiedlichen Bereiche. Wenn wir das Ganze mal debuggen, dann sieht man, unser argv zeigt auf eine Reihe von Zeigern. Er zeigt jetzt 4 Zeiger an. Wir haben eigentlich 5 Argumente, das heißt, es folgt noch einer und dann würde die Null folgen. Das argc ist die Anzahl, das ist die 5 und wir können jetzt quasi darüber iterieren. Das heißt, erst das 1c08, dann die 1c34 etc. ausgeben. Die Parameter sind jetzt in der Main-Funktion nicht als konstant deklariert. Tatsächlich sind sie sogar modifizierbar. Sie dürfen, zumindest was die Länge der Zeichen angeht, im Rahmen der Länge des Arrays und der Länge der einzelnen Zeichen diese Argumente auch modifizieren. Ich rate aber ab davon, das zu tun. Also man sollte das, was vom Betriebssystem übergeben wird, normal nicht ändern, zumindest nicht ohne einen wichtigen Grund. Also daher korrekt, es ist hier nicht als Const deklariert. Das ist also theoretisch ein Ausgabeparameter.
Es kann aber zu massiven Problemen führen, wenn Sie dort Speicher überschreiben. Deswegen sollten Sie eigentlich die Finger von ARC-V lassen. Ja, jetzt kriegen wir noch eine Warnung. Das liegt daran, dass natürlich das ARC-V auch null sein kann. Das heißt, wenn wir jetzt einfach noch auf ARC-V prüfen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Der Pointer auf das Array ist dann auf jeden Fall nicht null. Dann passt das jetzt auch mit den Warnungen, weil jeder Zugriff natürlich auf ARC-V, wenn ARC-V nicht definiert ist, dann natürlich null wäre. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten werden wir in der nächsten Vorlesung uns das Kapitel 5 anschauen, die modulare Programmierung. Vielen Dank und bis dahin.